Moin. Ihr wollt also wissen, wie man den einfachen Short-Stake macht. Den einfachen Short-Stake verwendet man normalerweise zum Verbinden von ungleichen Tampen, aber ich kann das hier auch mit zwei fast gleich dicken Tampen machen. Also man macht mit dem dickeren der beiden Tampen eine Bucht. Ein Auge wäre halt hier rüber, eine Bucht ist so. Dann nimmt man den dünneren Tampen, nimmt den von unten durch die Bucht, geht einmal um die Bucht rum und hebt wieder das kleine hier an und schiebt es da so durch, so dass es ungefähr so aussieht, und lässt es dann so zuziehen, dass sie sich so bekneifen. Das ist schon der einfache Short Stake. Ich werde es euch nochmal zeigen mit einem dünneren Tampen, wofür es eigentlich gedacht ist. Aber da sieht es auch nicht so schön aus. Man macht wieder mit dem dickeren eine Bucht, geht mit dem dünnen unten in die Bucht rein, um die Bucht rum und steckt es unter dem Mixer wieder durch. Den dünnen wieder durch. Sieht es ungefähr so aus. Und das kann man dann auch festziehen. Und das sieht dann nicht so schön aus, und da seht ihr auch nicht so viel. Das habe ich erst mal mit dem dicken gemacht. Aber das ist der einfache Short Stake zum Verbinden ungleich dicker Tampen.